Haustierradio. Der Heimtierreport. Präsentiert vom ZZF. Mit Olli Sachse. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Da haben wir, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Nämlich heimische Frösche im Gartenteich. Und da ich da gar keine Ahnung von habe, haben wir am Telefon Volker Ennenbach, den Inhaber des Tropenparadieses Oberhausen. Hallo, Herr Ennenbach. Hallo, Herr Sachse. Herr Ennenbach, das Tropenparadies Oberhausen. Können Sie uns da erstmal was drüber erzählen? Ja, wir sind ein Großhandelsbetrieb für lebende Reptilien und Amphibien. Wir sind international tätig seit 1996. Ich kann also nicht privat zu Ihnen kommen und einen Frosch kaufen? Nein, leider nicht. Sie beliefern also alle Fachhändler mit dem, was Sie benötigen. Wie kommt man dazu? Ja, ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. Hab schon seit frühester Kindheit Frösche, Kröten und so weiter gehalten, später Eidechsen und bin dann dabei kleben geblieben. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, wenn man das Hobby zum Beruf macht, hat man ja leider kein Hobby mehr. Wie ist das bei Ihnen? Das ist richtig, genau das. Zu Hause habe ich nur einen Hund. Ja, nur ist gut, also das ist ja auch was Schönes. Das heißt also, privat beschäftigen Sie sich jetzt mit dem Thema gar nicht mehr so wirklich? Nein. Das geht ja auch irgendwann nicht mehr. Das Thema der heutigen Sendung, heimische Frösche im Gartenteich. Da muss ich ja erstmal ganz doof fragen, brauche ich das? Ja, das hängt davon ab, was Sie selbst für sich als schön empfinden. Die heimische Natur auch in den eigenen Garten zu locken oder zu bringen und zu beobachten, das kann ein ganz schönes Hobby sein. Und man kann zum Beispiel über Frösche im Gartenteich eine ganze Menge über die Lebenszyklen dieser Tierarten herausfinden und beobachten. Ist auch schön für Kinder, dass sie etwas über die Natur mal kennenlernen können. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich nehme einen Frosch, setze den an meinen Gartenteich, ist der dann nicht 3 Minuten später weg? Das kommt auf die Art an. Sie sollen den auch nicht in Ihren Gartenteich setzen, sondern Sie sollen Ihren Gartenteich so auslegen, dass der Frosch da gerne und freiwillig hinkommt. Also nicht beim Tropenparadies Oberhausen direkt meinen Frosch kaufen, was ja nicht geht, sondern da soll ich drauf achten, dass ich praktisch einen Froschmagnet bastel. Genau, einen Froschmagnet basteln. Theoretisch ist es natürlich auch möglich. Es gibt einige wunderbar geeignete Frösche, die man auch im Zoofachhandel kaufen kann, die man im Gartenteich halten kann. Aber da sollte man darauf achten, dass dann der Teich auch so angelegt ist, dass die Tiere nicht in die Umwelt gelangen können, sondern komplett eingeschlossen bleiben. Muss ich meinen Gartenteich dann richtig hoch umzäunen? Ganz genau. Sie müssten den hoch umzäunen. Bei einigen Arten, die können auch an einem Zaun hochklettern, wie einige Laubfroscharten, da müssten Sie so eine regelrechte Foliere drumherum bauen. Aber dann ist das mit der Optik ja auch nicht mehr wirklich schön, oder? Da ist es nicht mehr schön. Deswegen wäre es doch vielleicht besser, wenn Sie einfach die in Ihrer Umgebung lebenden Frösche anlocken und sie eventuell sogar dazu bringen, Ihren Gartenteich zur Fortpflanzung zu nutzen. Wir Menschen neigen ja dazu, Tiere immer einzuordnen in Schädlinge oder Nützlinge. Wie ist denn das bei Fröschen? Naja, das kann man klar bestimmen. Das sind Nützlinge, weil die sich von Insekten ernähren und dabei natürlich auch viele Schadinsekten vertilgen. Wenn ich also eine schöne Wasserrose gepflanzt habe, wird die nicht vernichtet, sondern nur als Sitzplatz benutzt? Ganz genau. Was gibt es denn hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob man das pauschal sagen kann oder ob wir da Norden und Süden trennen müssen für Frösche. Ja, es gibt einige Frösche, die eventuell auch zum Gartenteich kommen. Das ist natürlich regional unterschiedlich, aber ganz verbreitet ist im Frühjahr gleich mit den ersten Regenfällen im März, dass Erdkröten oder auch Grasfrösche, die in Deutschland ganz weit verbreitet sind, eventuell beim Teich mal vorbeischauen und den benutzen. Später dann Wasser- oder Seefrösche, eventuell Unken oder Laubfrösche, die zum Teil sehr lange und nicht nur vorübergehend den Teich beziehen, eventuell auch dort überwintern. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wie muss mein Teich denn optimalerweise gebaut sein, damit er zum Froschmagneten wird? Gebaut sein sollte er vor allem mit einer ausgedehnten Flachwasserzone, wo sich die Tiere problemlos auch selbst aufrichten können, ohne die ganze Zeit schwimmen zu müssen. Es muss also ein leichter Ein- und Ausstieg gewährleistet sein. Idealerweise wäre der Teich fischfrei oder was auch geht, dass der Teich in Bereiche unterteilt sind, wo die Fische nicht hinkommen. Das würde den Fröschen auch reichen und insbesondere später dem Nachwuchs. Weil die Fische würden den Laich auffressen? Die Fische fressen mit Sicherheit den Laich auf, gehen eventuell auch sogar an die, knabbern eventuell an den Fröschen rum, je nachdem, um welche Fische es sich handelt. Aber auf jeden Fall wäre es sehr störend für die Frösche.
Sie hatten ja vorhin erwähnt, dass Sie selber Hundehalter sind. Wenn ich jetzt eventuell sogar Hunde- und Katzenhalter bin, beide im Garten frei rumlaufen, geht das mit Fröschen? Ja, das geht natürlich. Eventuell muss man das sagen, dass wenn insbesondere ein Hund einen Frosch irgendwo sieht, ist es möglich, dass er da schon mal reinschnappt und dann böse Erfahrungen gemacht, weil alle Frösche auch Hautgifte haben. Das macht dem Hund zwar nichts aus, aber es wird ihm nicht gut schmecken. Gibt es denn auch Frösche, die für den Menschen eventuell giftig sein können? Geben wahrscheinlich aber nicht bei uns, oder? Ganz genau. Es gibt sehr, sehr wenige Arten, die sehr giftig sind. Die kommen aber alle aus dem nördlichen Südamerika. Also die werden wir bei uns nicht antreffen. Wie tief muss mein Gartenteich denn sein, damit er Frosch geeignet ist? Nur das hängt davon ab, was der Frosch bei Ihnen sucht. Wenn er da nur reingeht, um eventuell ein paar Eier abzulegen oder da im Sommer mal ein bisschen vorübergehend Wasser zu tanken, dann ist ihm jede Höhe recht. Sollte es allerdings um Arten gehen, die dort dauerhaft bleiben, wie zum Beispiel Wasser- oder Seefrösche oder auch Unken, dann muss der Teich genau wie für Fische eine gewisse Tiefe haben, weil die Frösche zum Teil am Boden des Gartenteichs dann überwintern. Und dazu darf er natürlich nicht durchfrieren. Und was heißt gewisse Tiefe? Ja, ich will mal sagen, so 80 Zentimeter. Die wenigsten möchten ja Ärger mit ihren Nachbarn kriegen. Wie ist das denn, wenn ich jetzt eine Hühnerhaltung habe, die macht ja garantiert Lärm. Wie ist das mit Fröschen? Das kommt auf die Art an. Also wenn Sie zum Beispiel europäische Laubfrösche haben, die können schon ganz schön Radau machen. Auch Wasserfrösche knattern mal so ein bisschen, aber die meisten Arten wie Erdkröte oder auch die Unken haben relativ ruhige und zarte Laute. Die dürften den Nachbarn nicht allzu nötig aufregen. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wenn ich es jetzt aber doch nicht so ganz auf die Reihe kriege mit meinem Froschmagneten und doch unter Zuhilfenahme eines Fachgeschäftes etwas dazu kaufen möchte, muss ich da unglaublich viel investieren in so einen Frosch? Ja, ich sag mal, das fängt das vielleicht bei etwa, nehmen wir mal eine chinesische Rotbachunke, die zum Beispiel für den Gartenteich geeignet wäre, da fängt das so vielleicht bei rund 15 Euro an. Also ist die Froschhaltung nicht nur was für reiche Leute? Nein, das können Sie problemlos auch so stemmen. Ich meine, Sie können natürlich auch seltene und teure Tierarten wählen, das können Sie aber in jedem anderen Bereich auch. Und die sollte man dann wahrscheinlich nicht im Gartenteich lassen? Ich würde persönlich würde es nicht machen. Es gibt zwar Arten, für die dafür geeignet wären, aber die möchte man doch vielleicht ein bisschen näher unter Kontrolle haben. Wie sieht es denn aus mit Froschfutter in Dosen, kleine Pellets? Gibt es sowas auch oder machen die Frösche das alleine? Nee, das machen die Frösche alleine, die brauchen das auch nicht. Sie können allerdings ihnen quasi eine gewisse Hilfestellung leisten, indem sie den Teich mit einer kleinen Glühbirne nachts beleuchten. Das lockt die Insekten an und die werden wiederum von den Fröschen vertilgt. Was für Insekten fressen Frösche denn? Auch die nervigen Mücken? Ja, natürlich. Ja, das hängt ganz davon ab, wie groß die Frösche sind. Also kleine Frösche fressen kleines Futter, große Frösche großes Futter entsprechend. Aber die gehen schon, die schnappen sich alles, was sie vertilgen können. Auch Nacktschnecken oder Ähnliches. Was für Fressfeinde haben Frösche denn, außer jetzt eventuell den Hund im Garten? Natürlich wären Schlangen mögliche Fressfeinde, aber die findet man ja auch selten im Garten. Aber auch kleinere Raubvögel interessieren sich für Frösche, Reiher, Störche, also andere Wasservögel, die entsprechende Größe haben, auch einen Frosch zu vertilgen. Wenn ein Frosch Nachwuchs bekommt, dann reden wir ja nicht über ein oder zwei, sondern über ganz, ganz viele. Kann ich denn eventuell auch irgendwann eine Froschplage in meinem Gartenteich haben? Nein, es wird natürlich eventuell so sein, wenn Sie beispielsweise, wenn Sie Erdkröten legen, bis zu 10.000, 15.000 Eier in einem Gelege, wenn die an Land kommen, dann sind das diese kleinen Krötchen, die sind vielleicht so 8 mm lang, da sind das vielleicht einige hundert, mehrere hundert oder eventuell tausend. Die verteilen sich aber ruckzuck, die wandern nämlich ab und suchen sich geeignete Punkte, wo sie auch genug zu fressen sind. Bleiben also nicht bei Mama und Papa? Nein. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Als Jugendlicher im heimischen Garten hatten wir auch einen Gartenteich und mein Vater hat im Winter dann in die Mitte irgendeine Plastikhaube gesetzt und gesagt, so damit friert der Teich nicht zu. Macht man sowas heute auch noch oder ist das für Frösche dann Quatsch? Nee, das ist eigentlich Quatsch. Wichtig wäre es, dass der Gartenteich gut bepflanzt ist, insbesondere wenn dort Schilfpflanzen und so weiter da sind, die nicht bis unter die Wasseroberfläche zurückschneiden, sondern dass die wirklich noch rauskommen. Das gibt genügend Belüftung für den Gartenteich auch im Winter.
Über die Überwinterung haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wie ist denn das? Was muss der Teich denn noch haben, außer einer gewissen Tiefe, damit er natürlich nicht komplett zufriert? Das wird ja wahrscheinlich dann etwas schwierig für die Frösche. Wie kann ich das Überwintern für die Frösche dann noch praktischer machen? Ja, wichtig wäre, dass der Teich eine gute Mulmschicht hat, aus abgestorbenen Pflanzenresten beispielsweise, damit die Frösche dort am Boden sich ein bisschen einbuddeln können. Und in dieser Schicht überwintern sie auch in freier Natur. Und wie bekomme ich so eine Mulmschicht? Ja, die ergibt sich einfach, wenn der Teich gut bepflanzt ist, aus den abgestorbenen Pflanzenteilen, zum Beispiel zum Winter hin, dass dort Schilfteile und so weiter dann langsam verdorren und drin bleiben. Die sollten dann einfach nicht entfernt werden. Die bilden dann ganz natürlich eine natürliche Schicht. Also nicht jeden zweiten Tag mit dem Kescher den Teich kärchern. Ganz genau. Es ist wichtig, dass dort viel naturbelassen gearbeitet wird, damit sich auch die entsprechende Vegetation für die Tiere bilden kann. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Herr Ennenbach, wenn ich nochmal an meine Jugend denke, da sind wir ja auch immer an den örtlichen Bach gegangen und haben Kaulquappen gefangen. Wenn ich das jetzt heute auch mache, habe ich dann günstige Gartenfrösche? Ja, da haben Sie vielleicht günstige Gartenfrösche. Sie haben aber vor allen Dingen illegale Gartenfrösche und gegen Gesetze verstoßen. Denn alle heimischen Froscharten stehen unter Naturschutz und dürfen natürlich weder als Frösche noch als Kaulquappen noch als eventuell Froschschleich irgendwo weggesammelt werden. Wenn die aber freiwillig in meinen Garten kommen, dann tue ich ja nichts Illegales. Ganz genau. Freiwillig dürfen die gerne zu Ihnen kommen und Sie besuchen. Sie dürfen die halt nur nicht aus Ihrem ursprünglichen Naturbereich entfernen. Also mein Kescher schultern und in den Wald ziehen und selber Frösche holen ist absolutes No-Go. Ganz genau, das ist einfach verboten. Aber ist das, wenn ich meinen Teich zum Froschmagneten mache, tue ich also im Endeffekt auch ein bisschen was für die Umwelt? Ja, natürlich. Wenn Sie Ihren Teich zum Froschstümpel umwandeln und den für Frösche bewohnbar machen, erweitern Sie natürlich das Areal der Arten in Ihrem Umfeld, das für Sie möglich bewohnt werden kann. Wir beide als Hundebesitzer haben unseren Hund ja auch, um ihn etwas zahm zu machen und auch mal zu streicheln. Wie ist denn das mit den Fröschen? Kriege ich die auch ein ganz klein bisschen handzahm oder rennen die immer sofort weg, sobald ich mich dem Teich nähere? Das ist sicherlich schwierig. Wenn Sie können die Frösche natürlich an ihre Anwesenheit gewöhnen. Dann gehen Sie da zunächst mal ganz vorsichtig hin und mit der Dauer lernen die Frösche auch zu erkennen, dass sie für die Frösche keine Gefahr darstellen. Aber ob das im Einzelfall klappt, kann ich Ihnen nicht garantieren. Aber streicheln wird wahrscheinlich eher nichts. Streicheln eher nicht. Volker Ennenbach, der Inhaber des Tropenparadieses in Oberhausen. Wo finde ich Sie denn im Internet? Unter www.tropenparadies.org. Herr Ennenbach, vielen Dank für das spannende Interview über Frösche im heimischen Garten. Dankeschön. Danke, Herr Sachse. Das war der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Die gesamte Sendung gibt es bei uns wie immer auch zum Nachhören und Downloaden im Internet unter www.haustier-radio.de, dann in den Bereich Tierratgeber und Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Haustierradio, der Sender für alle Tierfreunde.